klassische deutsche Buttercreme, ob für Torten, Cupcakes oder anderes Gebäck, ich zeige euch, wie es geht. Wir müssen dafür einen Pudding kochen. Die Creme basiert nämlich auf einem Pudding und dafür gebe ich mich um einen Schluck Milch in meinen Topf. Dazu kommt jetzt der Zucker, die Speisestärke, die Vanille und die Prise Salz. Erstmal nur einen Schluck von der Milch genommen, damit ich alles gut verrühren kann und nichts überschwappt. Jetzt trenne ich mir noch die Eier. Ich brauche nur das Eigelb und bewahre mir das Eiweiß für anderes Gebäck auf. Jetzt, wo alles gleichmäßig verrührt ist, gebe ich noch meine restliche Milch dazu. Das Tolle an der Creme ist, dass man die super abwandeln kann. Mit Espresso, Orangensaft oder Kakaopulver zum Beispiel. Das dauert ein bisschen bei mittlerer Hitze, aber wir wollen ja, dass der Pudding nicht anbrennt. Also ein bisschen Geduld. Wenn der aber hier so schön abgebunden ist, gebt ihr den in eine separate Schüssel und deckt den mit Klarsichtfolie ab, damit er keine Haut sieht. Und so lasse ich das Ganze jetzt auf Raumtemperatur abkühlen. Wer sich an das richtige Puddingkochen so noch nicht traut, kann aber auch eine ganz normale Fertigmischung nehmen. Mein Pudding ist auf Raumtemperatur, genauso wie meine Butter. Ganz wichtiger Punkt, damit wir nachher eine schöne geschmeidige Creme bekommen. Die Butter wird jetzt aufgeschlagen, bis sie so richtig schön hell, weiß und cremig ist. Und dann kommt löffelweise der Pudding dazu. Falls sich die Creme bei euch trennt und so ein bisschen grisselig wird, könnt ihr dem Ganzen entgegenwirken, indem ihr ein bisschen Wärme dran geht. Ob das jetzt eine Mikrowelle ist oder ein Wasserbad zum Beispiel. Solange ein bisschen Wärme dran kommt, seid ihr gut dabei. Die sieht doch super aus, oder? Die ist jetzt direkt bereit zum Verstreichen von Torten oder Cupcakes zum Beispiel. Cremig, vanillig, super lecker. We'll be right back.